Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Denn wir schreiben heute den 12.3., also Montag. Und ich werde jetzt für circa einen Monat Pause machen, ne, bis zum 10.4. Bei Dart kommt mein Best of 5 Jahre Pixel Yoshi. Und ich muss mir halt jetzt über fucking viele Videos mir angucken, die alle eine halbe Stunde gehen. Und da habe ich wirklich keine Zeit mehr für YouTube. Ich werde zwischendurch vielleicht mal ein bisschen streamen, aber das war's. Ich habe mir schon bereits angefangen zu schneiden. Das Video, deshalb kam auch heute kein besonderes Video. Zeige ich heute. Ist letzte Woche kein Video mehr. Warum habe ich heute gesagt? Ich verstehe ich nicht. Ein geschnittenes Video. Dieses Samstag kam kein geschnittenes Video. Einfach nur aus dem Grund, weil ich angefangen habe, das Best-of schon mal zu schneiden. Weil ich wollte auch eigentlich da anfangen. Da soll eigentlich beim Kanal schon in Pause gehen, aber ich habe mir gedacht, 2 Euro, die läuft noch 2, 3 Folgen, also kann ich die auch noch, kann ich einfach immer schnell machen. Dann kann ich auch einfach der machen, anstatt ich jetzt einfach einen Monat Pause mache und dann erst die letzten beiden Folgen hochladen. Was eigentlich komplett dumm wäre. Deshalb habe ich einfach jetzt 2 Euro hinterher geschmissen. Statt ein bestimmtes Gameplay und Informationsvideo wie dieses. Stattdessen kommt es jetzt etwas später, aber ist okay, ist okay. Das bedeutet, ja, 5 Jahre Pixel Yoshi. Nice. Gefällt mir. Das so lange überlebt hat auf YouTube. Ne? Und trotzdem kann man mal so an die 50 Abonnenten rumkraxeln. So schon seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten. Ja, schon seit fast einem halben Jahr oder so hänge ich an 50 Abonnenten. Also fast an 50 Abonnenten. Ich habe ja noch die 50 Abonnenten erreicht. Das ist ja jetzt schon ein bisschen traurig. Dafür, dass ich schon so lange YouTube mache. Naja, aber wer kennt sich besser aus mit YouTube als ich, ne? Wie Casepeace sagen würde. Ah, ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung verstehen, dass ich keine Zeit für YouTube habe, weil ich halt 50 Milliarden, eineinhalb Stunden Videos gucken muss, ja? Das ist halt keine leichte Arbeit. Und das, obwohl ich mich schon ein bisschen im Voraus abgenommen habe, indem ich mir einfach gesagt habe, das Video war generell nicht so gut. Lass es sein. Geschnittenes Gameplay schaue ich mir erstmal an. Weil ich bin ein großer Fan von meinen geschnittenen Gameplays und von anderen geschnittenen Gameplays. Weil geschnittene Gameplays sind einfach ein bisschen schneller als, ne, normale Gameplays. Wobei mein letztes Gameplay, die Silberpromo, war halt echt. Naja, hat mir selber nicht gefallen und auch die ganzen Gameplays, die da drin in dieser Silberpromo waren, haben mir auch nicht so wirklich gefallen. Deshalb das ganze Video am Ende super scheiße geworden ist. Ja, was gibt's noch zu sagen? Gar nichts eigentlich. Ja, ich mache jetzt noch schnell bei diesem Video noch ein bisschen Ton runter. Also Musik, damit diese ganzen Pausen nicht so auffallen. Ne? Ich bin da davon. Ne, gib euch jetzt mal Ohrschaden. Voll das geil! Oder auch nicht. Muss jeder selbst sehen. Okay, dann bis in einem Monat. Ciao.